Jo, hallo und herzlich willkommen hier beim Electrican Simulator mit mir, dem Chrissy. Und heute geht's weiter. Ich machen hier die Installation. Setz die Sicherung in die Kisten ein, platziere die Verteilerkästen an den Wänden, platziere einen einzelnen Schalter auf dem Verteilerkasten, platziere eine Steckdose auf dem Verteilerkasten, platziere eine Lampe an der Decke, schließe die Deckenlampe an die Hauptstromversorgung an, Deckenlampe an die Hauptstromversorgung, platziere die Lampe, schalte die Lampe ein. Okay. Machen wir. Das heißt, heute wird es ein etwas größerer Auftrag in der VR sozusagen. Okay, alles klar. Wir fühlen uns hier mal so durch. Ja. So. Okay, wir schnappen uns mal erstmal die Lampen. Platzieren die erstmal hier. Hammer. Dann sollen wir die Stehlampe noch platzieren. Hammer. So, jetzt brauchen wir Steckdosen. Also, die würden wir jetzt normalerweise bohren. Ja, okay. Die würden wir jetzt normalerweise bohren. So, wir können hier schon mal die drei Lampen einsetzen. Alles klar. Hammer. Oder nicht Lampen. Das ist ja eigentlich auf dem Papier heißen die ja Leuchtmittel. Und nicht Lampen, nicht wahr? Okay, Hammer. So, jetzt brauchen wir das Korbeltool. Warte, jetzt setzen wir erstmal den Sicherungsautomaten ein. Machen wir gleich hier daneben, wa? Name des Elements ändern? Nein. Achso, wir müssen erstmal den Deckel machen. Ah, ja, klar. So, den haben wir drin. Jetzt schnappen wir uns mal das Kabel hier und gehen mal in den Kabelverlegemodus. Und jetzt ist die Frage, haben wir einen Schalter? Wir haben einen Schalter. Ach so, das eine wird eine Steckdose, das andere wird ein Schalter. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Nein, nicht Strom anschalten, das wäre dumm. So. So würde man das jetzt natürlich nicht verlegen. Ist ja klar. Ist da ja... Was? So. Nein. Was? Der Winkel zwischen den Kabeln ist zu klein? Wenn mich jetzt rollen? Nein, nicht einschalten. Nein. Kann an diese Stelle nicht platziert werden. Warum nicht? Wahrscheinlich müssen wir erst die Steckdosen einbauen. Ja, das dachte ich mir. So. Okay, Hammer. So würde man das auf jeden Fall nicht verlegen. Auf jeden Fall nicht. Müssen jetzt beide Lampen an einen Schalter? Ja, beide Lampen müssen an einen Schalter. Alles klar. Nein.
Sehr schön. Ach, das ist schon angeschlossen. Okay. Die Mucke ist so geil. Wie gesagt, vieles ist ein bisschen anders, als hier dargestellt wird. Ja, also die Leitungsverlegung würde man so auf jeden Fall nicht machen. Aber gut, das ist ein Computerspiel. So, dann kontrollieren wir mal. So, die Lampe anschalten. Ja, die geht. Funktioniert die denn? Ja, funktionieren. Alle Mann funktionieren. Sehr schön, haben wir unsere erste Installation gemacht. Sieht natürlich total scheiße aus. Wird immer schön senkrecht und um 90 Grad Winkel gehen, aber naja, unter Putz sieht das keiner. Nein, so kann man natürlich nicht arbeiten. So, 16. Zertifikat, alles klar, auf Competition. Sehr schön. So, Ruf 9. Puh, neue Nachricht. Das verdammte Licht funktioniert nicht. Elektriker auf der Baustelle. Oh Gott, was sollen wir denn hier machen? Installiere die fehlenden Verteilerkästen, die Steckdosen und die Schalter. Bring das Licht zurück. Nun ja, Jigao. Nun, da ziehe ich die Grenze. Ich komme von einer Geschäftsreise zurück, nur um festzustellen, dass keine meiner Lampen funktioniert. Nicht nur, dass ich eine seltsame Fledermäuse aus dem Haus entzogen musste und jetzt das. Ich habe nur eine Bitte, du musst alle Lampen wieder zum Laufen bringen und weißt du was? Ich könnte ein paar zusätzliche Lampen im Schlafzimmer gebrauchen. Nein, ich habe keine Angst, ich hasse die Dunkelheit einfach. Okay. Ja, hier ist ja kaum Licht im Schlafzimmer. Okay. Ach, das ist das Haus, was wir kennen. Eieieiei. Guckt es euch an. Müssen wir Kabel verlegen? Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Fahren wir mal raus. Aua. Auf der Baustelle. So. Okay. Ist lustig, Kabel hier kommen aus dem Nichts. Installiere weiße Glühbirnen in den Fluren. 9 Stück. Alter Falter. Naja, ich gehe mal davon aus. Ach, guck hier. Das hier der Stromkasten war, genau. Machen wir mal den Strom aus. Also die hat gesagt, nur in den Fluren, ja. Also das wäre dann hier, sozusagen. Neun Lampen, ne? Das ist ja dann wahrscheinlich genauso wie in der letzten Folge das Haus. Bei der einen haben wir sie rausgeschraubt, bei ihm schrauben wir sie rein. Auch sehr schön. Hammer. So, hier weiß ich nicht, ob wir hier... hier dürfen wir nichts reinschrauben, das ist in Ordnung. Es hieß ja auch nur Flur. Die Frage ist Wohnzimmer. Nein, Wohnzimmer nicht. Fledermäuse. Na, der Mantau, ey.
Oh, Hammer. Da war ja noch irgendwo. Ja, hier sind noch drei Stück. Da rennst du halt rum und machst halt die ganze Zeit Glühbirnen drin. Ja, das kenne ich auch. Ich habe ja bei der Bahn gelernt, Magdeburger Hauptbahnhof. Da musste ich auch viele Glühlampen wechseln. Also Leuchtmittel heißt es ja. Ja. So, haben wir hier noch irgendwo eine Lampe? 8 von 9. Okay, es fehlt noch eine Lampe. Eine Lampe fehlt noch. Die hier. Oder hatte ich die? Ne, die hatte ich schon. Eine fehlt noch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, da muss ich doch eine nicht gemacht haben. Hä? Also die hier wahrscheinlich. Ja, genau. Die hatte ich nicht. So, repariere die Lichtschalter in allen Räumen, alles klar. Tür ist geschlossen, hier die ist nicht geschlossen. Dann gucken wir uns mal hier den Lichtschalter an. Der ist in Ordnung. Nee, der ist nicht in Ordnung. Doch ist er. Es ist nur kein Strom dran. Okay. Wir machen das mal anders. Wir testen jetzt erstmal, welcher nicht geht. Und zwar machen wir dazu erstmal den Strom wieder an. Und gucken mal, welcher nicht geht. Also die scheinen ja zu leuchten. Okay. Ja, der hat auch rot geleuchtet. Aber eigentlich war er jetzt nicht falsch angeschlossen. Auf dem Papier sah das gut aus. Ja, wir gucken nochmal. Ach, jetzt ein... Ja, das ist... Das ist Spielmechanik. Also der Schalter würde so funktionieren. Man klemmt es halt nur so nicht an. Ja. Ja, unten rein, oben raus, ja... So ist es eigentlich korrekt vom Anschluss her, aber der Schalter hätte funktioniert. Sagen wir es mal so. Dem Strom ist ja egal, wie rum er durch den Schalter fließt. Ja? Aber egal. So, den ersten Raum haben wir. Die Tür ist zu, die Tür ist zu. Das heißt, die Tür lassen wir auf, dass wir wissen, dass wir da waren. Wir können ja hier auch nochmal gucken. Ne, den müssen wir nicht machen in der Garage. Der ist in Ordnung. Ist verschlossen. Ja, den müssen wir kontrollieren. Ja, und so rennst du dann halt beim Kunden rum. Ja, auch das hier, ja, wir sehen schon, es ist verkehrt angeschlossen. So, das heißt, wir kommen unten mit dem Strom rein. Und gehen oben mit den jeweiligen Lampen raus. Achso, das sind die vorderen hier. Ja, ja, ja. Oh. Okay. War natürlich mehr Schrauben rausgeschraubt, als wir mussten, aber ist egal. So, und dann haben wir das auch fertig. Das ist ja ein Doppelschalter. Diesmal sind wir denn auch schlau und gucken uns mal gleich den hier an. Ja, auch den müssen wir prüfen. Sowas geht natürlich nicht von allein kaputt, ne? Also, das kann sicherlich wegbrennen. Ja, also das schmort dann weg. Das gibt es sicherlich, aber wenn das gut installiert ist und ordentlich installiert ist, dann passiert das eigentlich nicht. Und da muss man dann auch als Strippe ordentlich arbeiten, ja, dass es da nicht zu irgendwelchen Brennen kommen kann. Also alles ordentlich abisolieren und ordentlich befestigen. So, hier wollt ihr jetzt noch zwei Lampen haben. Die können wir ja gleich mal installieren, wenn wir schon mal in dem Raum sind. Vier Lampen will er insgesamt haben, okay. Naja, obwohl, das machen wir später.
weil wir hier ja noch Kabel verlegen müssen. Da müssen wir dann auch mal gucken, wie wir hier hochkommen von unten oder ob wir das hier einfach vom Schalter uns klauen. Weil ich gehe mal davon aus, dass das hier die Zuleitung ist. Ja, von unten die Zuleitung. Und hier geht es dann weiter, hier rüber. Ja, müssen wir mal gucken, wie das Spiel das dann haben will. Jetzt machen wir erstmal die Schalter fertig. Repariere die Schalter in den Räumen. Okay, haben wir jetzt eigentlich schon gemacht. Den haben wir repariert, den haben wir repariert. Wir haben ja noch einen Raum hier. Genau. Gucken wir uns mal den hier noch an. Ja, auch der ist verkehrt rum angeschlossen. Ich weiß nicht, das passiert ja nicht von alleine. Ja, also muss ja da irgendwer dann rumgespielt haben. Okay, Hammer. So, jetzt will er hier die vier Lampen haben. Installiere zusätzliche Lampen im Hauptschlafzimmer, Wandleuchte. Schließe die Lampen an Strom an, installiere Glühbirnen. Okay, da ist jetzt die Frage, welcher Schalter soll das schalten? Also ich gehe mal davon aus, der hier. Aber hier sind auch schon Sachen dran, also ich weiß noch nicht, wie das werden wird, aber wir gucken es uns an. Wir gucken es uns an. So. Dann nehmen wir mal Strippen. Achso, wir müssen ja noch Leuchtmittel einbauen. Ja, ja, wir machen jetzt erstmal Leuchtmittel rein. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel das jetzt haben will mit der Kabelverlegung. Bin ich echt gespannt. So, Hammer. Jetzt können wir, glaube ich, Kabel verlegen. Kabelmodus. Jetzt ist natürlich die Frage, wir könnten theoretisch... Wir könnten theoretisch das ein bisschen einfach machen. Wir gehen von dahin... Das Kabel ist zu klein. Achso. Das damit anschließen. Dann könnten wir theoretisch von hier... daran und wir könnten von hier nach da und von hier nach da. Theoretisch müssten die so funktionieren. Wir gucken mal. Löschen alle. Ja, leuchten alle. Sehr schön. Würde man auch in der Realität so nicht machen. Aber okay. Fürs Spiel hat es gereicht. Ja. Einen Haufen XP haben wir bekommen. Einen Haufen Kohle haben wir bekommen. Sehr schön. Du hast ein neues Level erreicht. Yeah. So, dann gucken wir mal. Ach, das sind wieder zwei Aufträge draußen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn.